So Leute, willkommen zu einer neuen Folge Unknown Worlds. Ich hoffe, man sieht mich. Das ist mal ein bisschen blöd mit der Blackmagic, dass ich kein Display habe, was ich zu mir klappen kann. Deswegen, keine Ahnung, ob ihr mich gerade seht und ob ich im Fokus bin. Aber so wie ich sie präjustiert habe, denke ich mal, müsste das passen. Ja, ich stehe hier ganz genau gerade vor dem Lost Place, den ich gleich begehen möchte. Allerdings sehe ich jetzt schon, dass der ziemlich kaputt ist. Ich weiß nicht, was mich da gleich erwartet. Ich werde trotzdem einmal reingehen und daraus ein Video machen. Es ist eine verlassene Autobahnraststätte. Bin jetzt extra eine Stunde gefahren. Ist denn immer blöd, wenn man eine Stunde fährt und wieder eine Stunde zurückfahren muss um 3 Uhr nachts und dann ist es nichts. Dann war alles umsonst. Deswegen werde ich mir das trotzdem gleich mal nochmal aus der Nähe angucken. Bevor das Video anfängt, kleine Info am Rande. Ich habe ja im letzten Video angekündigt, dass die Leute, die mir auf Twitch auch abonnieren, die gleichen Benefits bekommen wie die Mitglieder auf YouTube. Jetzt haben einige natürlich auf Twitch abonniert. Oh, ich muss mal hier kurz die Kamera ein bisschen runter machen, die ist zu schwer. Leute, jetzt generell mal an alle. Wenn ihr mich abonniert oder die Mitgliedschaft aktiviert und in die WhatsApp-Gruppe wollt oder die anderen Benefits haben wollt, müsst ihr mich bitte anschreiben. Ich habe ja gar keine Kontaktadresse von euch. Wenn ihr die Benefits in Anspruch nehmen möchtet, dann schreibt mich bitte auf Instagram, auf Facebook oder per E-Mail an und dann leite ich alles weiter in die Wege. Da ist nichts automatisiert oder so. Das ist nicht wie Netflix, wo man jetzt abonniert und dann plötzlich die Videos gucken kann oder so. Ich muss da alles manuell sozusagen machen. Das heißt, ihr müsst mich anschreiben und ich invite euch dann in die WhatsApp-Gruppe zum Beispiel. So ist das Prozedere. So, und dann, bevor ich jetzt da losstarte, ihr seht schon an meinem Kopf, ich hoffe, man sieht es. Achtung, Werbung, sage ich mal. Ich habe für das heutige Video mal eine andere Beleuchtung. Und zwar hat mich die Firma Olight kontaktiert und hat mir angeboten, ja, ich sag mal, Taschenlampen und andere Beleuchtungsmittel zu testen. Die bekommen nämlich jetzt am Freitag, dem 31.01. eine neue Taschenlampe auf den Markt. Die habe ich hier auch schon in der Hand. Das ist die Warrior X Pro. Ich hoffe, man erkennt sie. Ich sehe leider das Display nicht. Wenn nicht, blende ich die gleich nochmal ein. Ist an sich eine ganz normale Handtaschenlampe. Nichts Besonderes. Also sie fühlt sich wertvoll an. Sie hat vorne auch hier diese Zacken. Die finde ich immer ganz cool. Damit kann man zum Beispiel Scheiben einschlagen. Jetzt nicht im Falle von Lost Places, sondern wenn man jetzt, weil sie nicht einen Autounfall hat und nicht rauskommt, dann kann man sicherlich damit gut eine Scheibe einschlagen. Ich sag mal, oder auch zur Notwehr ist es ganz gut. Sie ist, glaube ich, aus Aluminiumguss, fühlt sich extrem hochwertig an. Ich kann euch jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Es gibt ja schon die Warrior X auf dem Markt und jetzt kommt halt die Pro-Version raus. Und die Pro-Version hat zum Beispiel, das hatte ich gelesen, da lädt der Akku sehr viel schneller auf. Alles andere müsst ihr dann auf der Olight-Seite nachlesen. Die Stirnlampe, die ich aufhabe, die ist auch von Olight. Die wollte ich generell haben, weil ich ganz oft die Situation habe, dass ich meine Hände frei haben muss. Ich kann nicht immer eine Taschenlampe in der Hand haben und in der anderen Hand die Kamera, die ich jetzt hier gerade habe, weil ich halt auch noch andere Sachen machen muss. Man muss mal irgendwo hochklettern oder so und dann wird es dunkel, weil man die Taschenlampe die ganze Zeit so hier haben muss. Deswegen finde ich diese Stirnlampe extrem hilfreich. Die werde ich jetzt auf jeden Fall zu jedem Videodreh mitnehmen. Und auch beim Campen und bei Wanderungen generell. Wenn man ein Zelt aufbaut im Dunkeln, hat man keine Hand frei. Da mussten wir immer ein Lichtpanel mit einem Stativ irgendwie daneben stellen, um Licht zu haben und so. Deswegen so eine Stirnlampe extrem, extrem hilfreich. Werde ich alles in der Videobeschreibung verlinken natürlich. Aber heute soll es vor allen Dingen um diese hier gehen, um die Warrior X Pro. Sie hat über 2000 Lumen und hat einen Lichtkegel, der bis zu 600 Meter weit geht. Und man sieht dann immer so auf den Werbebildern von diesen extremen Taschenlampen, wie irgendjemand auf einem Berg steht und das Ding anmacht und plötzlich ist der Berg daneben angeleuchtet und man denkt immer so, ja, wahrscheinlich. Und dann habe ich dieses Ding aufgeladen und habe einmal aus meinem Zuhause, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich habe zu Hause aus dem Fenster geleuchtet, das halbe Dorf war hell. Das halbe Dorf war beleuchtet. Ich dachte, ach du Scheiße, schnell wieder aus. Jetzt bin ich hier eben mit dem Auto mitten durch den Wald gefahren mit Fernlicht
Und es war irgendwie immer noch dunkel. Da habe ich die Scheibe eben runtergemacht, habe mal die Rover X Pro rausgehalten, Licht angemacht. Das Ding ist einfach fünfmal so hell wie das Fernlicht von meinem Auto. Es ist unnormal. Ich zeige euch das natürlich gleich alles in Action. Nur damit ihr Bescheid wisst, ich werde das LED-Panel, was oben auf meiner Kamera ist, heute mal auslassen und werde nur mit der Stirnlampe Licht machen und euch natürlich explizit nochmal das Licht hier von der Rover X Pro zeigen. Die kommt am Freitag auf den Markt. In der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link dazu. Es kommt dann auch noch ein Rabattcode, den ihr eingeben könnt für 10% Rabatt. Und ich würde sagen, genug geredet. Jetzt geht es in die verlassene Raststätte. Und ich muss extrem vorsichtig sein. Das zeige ich euch jetzt schon mal, warum. Ihr seht nämlich da... Warte, ich zeige euch das jetzt schon mal hier aus dem Auto. Komm. Was soll der Geiz? Ich leuchte euch jetzt schon mal mit der Rover X Pro den Lost Place an. Leute, aber bitte nicht erschrecken. Also ich muss extrem vorsichtig sein, weil da natürlich im Hintergrund seht ihr schon noch aktive Raststätten sind. Und jetzt kommt die Rover X Pro. Boom. Alter, zieht euch das rein. Oh mein Gott. Mal als Vergleich, ne? Wenn ich jetzt das LED-Panel auf meiner Kamera anmache... habe ich so ein Licht. Das ist volle Licht, volle Helligkeit. So, und jetzt kommt die Rover X Pro dazu. Boom! Oh mein Gott, damit kann man, glaube ich, damit kann man Flugzeuge zum Abstürzen bringen. Ach du Scheiße. So, jetzt aber mal, ich glaube, ich habe jetzt hier genug Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Hier sind überall Trucker, die pennen und da vorne ist eine Tankstelle, ey, und ich mache hier Partybeleuchtung oder was. So. Ich befinde mich jetzt außerhalb vom Auto. Und mache jetzt mal als erstes, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen, meine Kopflampe an. Ich muss mal den Lichtschein ein bisschen höher machen. Okay, also bei der Kopflampe fällt mir jetzt schon direkt auf, die streut ein bisschen weniger. Das ist jetzt das Lichtpanel. Die macht ja noch ein bisschen vorne weiter Licht. Ja, hier ist direkt der Bauzaun umgekippt. Sorry, aber dann laufe ich hier natürlich auch rauf. So, warte mal, ich mache mal die Kopflampe aus. Die ist mir jetzt gerade ein bisschen zu dunkel. Ich mache mal direkt die Rover X Pro an. So. Da haben wir sie. Also wenn mich jetzt keine Security sieht, dann fresse ich einen Besen, Alter. Oh, da vorne steht ein Auto. Guck mal da vorne. Da steht einfach ein Auto, was noch an ist mit Licht und so. Ah, es ist mir jetzt egal. Ich drehe jetzt hier mein Video. Die können mich mal am Arsch lecken. So, komm, wir gucken uns mal als erstes dieses Gebäude an. Man sieht schon, es ist leider abgefackelt. Also das ist diese Taschenlampe müsste eigentlich auch als Waffe registriert sein. Ich glaube, wenn man damit jemandem ins Auge leuchtet, ist der auf jeden Fall erstmal wie mit Pfefferspray eine gewisse Zeit lang außer Gefecht gesetzt. Alter, man sieht vor allem jeden Partikel, ne, hier in der Luft. Guckt euch das mal an. Oh, man sieht einfach jeden Partikel, Alter. Also, boah, die hat richtig Wumms. Holy shit, das sind wirklich wahrlich mal über 2000 Lumen. So. Was haben wir denn hier, Schönet? Hallo? Ist jemand drin? Ich muss ein bisschen aufpassen hier, ne? Krass, ey, wenn man nur mit der komplett auf den Boden leuchtet, hat man durch die Lichtstrahlung so ein passives Licht, dass man trotzdem noch alles sieht um sich herum.
Total heftig. Guck mal, da ist die Autobahn. Scheiße. Oh, hier riecht's derbe nach Bauernhof. Mal kurz angemerkt nebenbei. Geräusch gewesen. Hinter mir hat irgendwas todeslaut geknackt hier drin. Okay, da vorne sind glaube ich LKW-Fahrer, die hier gerade Geräusche machen. Ja, ganz ehrlich, es geht hier auch. Ich glaube nicht, dass die sich jetzt hier groß drum kümmern, wer jetzt hier rumläuft. Ich könnte genauso gut Security sein. Ich habe mir sowieso schon überlegt, ob ich mir mal so eine Jacke kaufe, wo hinten Security draufsteht. Damit irgendwelche, ich nenne sie mal Zivilisten, gar nicht erst hier irgendwie auf Welle schieben. Es geht mir eigentlich nur darum, dass ich meine Ruhe habe. So, rinn ins Getümmel. Hoch. Ja, das ist auf jeden Fall gut abgefackelt, das kann man schon so sagen. Jetzt nur meine Stirnlampe. Das ist die Rory X Pro dazu. Ich sehe schon in der Kamera, dass ich hier schon Bildverlust habe im Kegel. Da muss ich Highlight Recovery machen, weil ich ja in RAW aufnehme. So, hier ist anscheinend, ja, hier ist halt alles abgefackelt, ne? Also man hat immer noch ein scheiß Gefühl, wenn man hier langläuft, so. Krass. Alter, was geht? Leute, ist nicht Kegelbahn oder was? Lol. Kegelbahn, da steht's. Ja, Hammer. Boah, hier stehen todesviele Automaten. Hier ist ja noch ein richtiger Warenwert drin. Hier war mal der Eingang. So, ich habe jetzt gerade mal nur die Stirnlampe an. Ich muss sagen, sehr komfortabel. Überall, wo man den Kopf hindreht, dreht sich auch das Licht mit, ohne dass man überhaupt nachdenken muss. Das ist schon sehr, sehr cool. Und es ist ziemlich gedämpftes, dunkles Licht. Denn das? Wieso stehen denn hier so viele Automaten? Was geht denn hier ab, Alter? Holy. Ey. Hallo? Ey. Dachte, ich habe gerade was gehört. Ja, wer hat denn hier den Automaten so platziert, Alter? Ja, dient jetzt hier so ein bisschen als Abstellkammer, die Kegelbahn.
Alter, hier ist total der Automatenfriedhof, ey. Ey, ist ja voll der Automatenfriedhof. Kommt hier noch irgendwas Spannendes? Will ich mich jetzt hier irgendwie durchquetschen? Nee, ne? Unwohl. Es ist wirklich gruselig. Es ist gruselig, ich fühle mich unwohl. Komm. Obere Stock lohnt sich gar nicht, der ist komplett ausgebrannt. Wir gehen jetzt noch rüber in diesen Rohbau. Der sah nämlich auch eigentlich ganz spannend aus. Dann ist aber auch wieder gut hier. So, soll ich vorne raus oder? Ja, komm, wir springen hier kurz raus, aber würde ich mal sagen. Ja. Kein Bock wieder durch dieses gruselige Haus zu latschen. Ah. Aua, das hat mir eine Arschbacke wehgetan. Oh mein Gott, ich glaube, da ist gerade Polizei vorbeigefahren. Ich habe diese scheiß Kopflampe gar nicht rausbekommen. Holy shit, ey. Warte mal. Waren das Bullen? Ich habe nur so auf an der Seite so Leuchtstreifen gesehen an dem Auto gerade. Ich bin so doof. Ich habe beide Hände voll. Und ich konnte die Lampe nicht ausmachen. Deswegen habe ich meine Hand einfach vor die Lampe gehalten. Es juckt die halt gar nicht, ne? Wenn hier jemand rumläuft. So, wir sind jetzt hier im nächsten Gebäude drin. Ich muss mal nur ganz kurz chillen. Wegen der Polizei, die, glaube ich, gerade vorbeigefahren ist. Ja, das ist halt blöd, ne? Dass ich einen Knopf drücken muss, um die Stirnlampe auszumachen. Das ist ein bisschen schade. Komm, wir machen jetzt mal hier kurz mit der Roria X Pro wieder weiter. Ih, Alter, was ist das denn? Ekelhaft. Hier ging es doch irgendwo hoch, oder? Höre ich mich jetzt hier? Ach ja, da geht's hoch. Ja, das war hier mal ein Parkhaus oder was, würde ich mal schätzen. Alter, hier ist richtig, oh Gott, richtig Moder. Wundert euch nicht, dass ich zwischendurch das Licht mal ausmachen muss. Das liegt einfach daran, dass ich Geräusche zwischendurch höre. Oder mal kurz. Das Ding ist, die Taschenlampe ist so hell, wenn ich die anmache, dann sehe ich, das blendet selbst mich. Dann sehe ich fast gar nicht mehr, was hier in dunklen Ecken und so ist, weil das Licht so hell ist im Kontrast zu den dunklen Ecken, dass es wie schwarz ist. Deswegen muss ich das zwischendurch mal ausmachen, damit ich wieder was sehe. So. Okay. Hier haben wir schon mal einen kleinen Teich. Lol. Alter, da geht's eigentlich runter, ne? Boah, wie heftig ist das denn? Warte mal. Einbricht und ich da gleich im Wasser bin. Ey, das ist metertief, ne? Das ist Alter. Krass, das ist wie so eine Unterwasserwelt. Übelst. Warte mal, ich leuchte mal mit der stärkeren Taschenlampe rein. Krass, ne?
Boah, ich dachte gerade, da schwimmen Fische drin, aber das war nur der Schatten von den Partikeln an der Oberfläche. So, ich würde jetzt hier aber ganz gerne noch eine Etage hoch. Kurz mal das Licht wieder ausmachen. Alter, hier geht's ja richtig hoch. Ach du Scheiße. Oh, und ich hab hier schon Höhenangst, ne? Also das sieht ja alles sehr solide aus. Aber Rohbau ist bei mir irgendwie nie vertrauenserweckend, wenn ich ehrlich bin. Und aufs Dach geht's, glaube ich, sowieso nicht. So, also Leute, ganz ehrlich so, ich mache ja jeden Scheiß, ne? Ich grusel mich ja, also gruseln tue ich mich schon, aber ich mache es denn trotzdem. Aber bei Höhenangst ist echt vorbei. Und die fängt bei mir jetzt hier schon an. Holy shit. Nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dadurch, dass das Rohbau ist, wirkt das behindert. Durch diesen Rohbaufaktor, der wirkt bei mir sehr, sehr abschreckend. Ich muss ja auch aufpassen wie in den LKW-Fahrern. Ich würde sagen, Leute, ist gut. Hier gibt es eh nichts zu sehen. Das ist halt nur Rohbau. Das ist ganz spannend, aber ja, ist halt Beton. Mehr nicht. Hat ein bisschen was von Slenderman, ne? So, wenn man jetzt hier so leuchtet. Sieht aus wie Slenderman. Bum, 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 bum. Komm, das hier ist echt cool. Komm, wir pushen mal den ISO komplett hoch. So, das ist die Warrior X Pro. Boom. Ja, ist heftig. Ist leider ziemlich nebelig, deswegen sieht man jetzt nicht die ganze Reichweite. Aber ich glaube, das ist schon echt ein geiles Bild, ne? So. Genug des Guten. Ne, wie sagt man nicht genug des Guten, sondern keine Ahnung. Da war ich gerade drin. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Auto wieder. Jo. Ich habe jetzt mal die Stirnlampe angelassen mit Licht. Ich glaube, das ist ein ganz cooles Bild für die Outro. Ja, wie ich es erwartet habe, ist leider nicht mehr viel zu sehen. Das eine ist komplett Rohbau. Keine Ahnung warum, wurde anscheinend nicht fertiggestellt. Das andere ist halb abgefackelt, halb entkernt auf jeden Fall. Wobei die Kegelbahn mit diesen ganzen
mit diesen ganzen Automaten war ja schon ein bisschen komisch, sage ich mal, fragwürdig, ne? Da stehen ja doch schon noch ganz schöne Werte da drin, allein schon auch so Retro-Werte, sage ich mal, so alte Sachen, die haben ja meistens auch noch so einen Sammlerwert, keine Ahnung. Ich stelle jetzt mal die Kamera hier hin, ich hoffe, es sieht immer noch gut aus. Ja, ansonsten muss ich sagen, Stirnlampe, cool, drückt auch gar nicht oder so, macht ein gutes Licht. Das einzige Blöde ist, man muss hier immer raufklicken, damit die langsam ausgeht. Ich hätte mir eine gewünscht, ich glaube, Oleit hat auch eine, wo man so macht, zack, 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 und dann geht die aus und an. Wäre einfacher und schneller. Schade, dass das die jetzt nicht hat, aber egal. Ich brauchte eine Stirnlampe, ich habe sie. Ich bin sehr zufrieden, danke dafür schon mal. Ansonsten habt ihr ja viel jetzt hier von der Warrior X Pro gesehen in dem Video. Ist halt, ja, pure Power, sage ich mal. Ist auch witzig, wenn man da mal reinguckt, da ist dieses kleine eine LED-Panel drin und sonst nichts, ne? Dieses kleine gelbe Ding und damit hat man so eine Power, also wirklich LED, Hut ab, geile, geile Technologie. Kommt am Freitag auf den Markt, am 31.01. Link ist in der Beschreibung. Ihr kriegt jetzt auch noch am Montag wahrscheinlich in der Videobeschreibung einen Rabattcode. Oh, jetzt fährt hier gerade ein Auto vorbei. Mal gucken, ob es nicht die Bullen sind. Nö. Am Montag kommt in die Videobeschreibung auch noch ein Rabattcode, den ihr eingeben könnt, 10%. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht jetzt aus dem Stegreif, was es kostet. Ich glaube 130 € oder so. Ist aber wirklich... Also... Oleit macht schon viel richtig, sage ich mal. Die haben zwar teure Taschenlampen, aber es fühlt sich nach Qualität an. Es ist so ein bisschen das DJI der Drohnen, sage ich mal. Die Verpackung kommt auch richtig hochwertig an, ist eingeschweißt, muss man aufklappen. Dann steht innen erstmal so ein Dankestext dafür, dass man sich für Oleit entschieden hat. Das ist schon wieder wie nennt man das nochmal, diesen Trend auf YouTube, nicht entpacken, sondern... Unboxing. Ist so ein Unboxing-Erlebnis, sage ich mal. So wie wirklich, als wenn man sich eine Drohne oder ein Gimbal oder eine Kamera kauft. Alles sehr, sehr hochwertig und schön gemacht. Auch das Aufladen. Leute, das Aufladen hat mich richtig überzeugt. Das ist magnetisch. Man muss hier einfach hinten so plopp, sowas ranploppen, so ein Magnet. Einfach USB reinstecken. Und dann lädt die auch schon auf. Das gleiche mit den Kopflampen. Das hat Oleit richtig geil gemacht. Ich komme gleich auch noch zu den negativen Punkten. Also es gibt auch noch einen Negativpunkt, der mir aufgefallen ist. Ja, ansonsten, was gibt es hier noch zu sagen? Leuchtet extrem weit, leuchtet extrem hell. Richtig cool. Akkulaufzeit kann ich nicht viel zu sagen, weil ich es ja jetzt nicht lange getestet habe. Aber auf der Website steht, glaube ich, bei voller Leistung 2 Stunden. Ich bin mir gerade nicht sicher. Lest es lieber nochmal nach. Sie wurde relativ schnell warm, der Korpus. Das ist jetzt im Winter geil, weil es einfach die Hände gewärmt hat. Im Sommer wahrscheinlich eher nachteilig, weil dann die Hände schwitzen. Aber ja, bei so viel Leistung irgendwohin muss ja die Hitze. Es ist Aluminiumguss, es fühlt sich extrem schwer und hochwertig an in der Hand. Macht Spaß auf jeden Fall. Ein kleiner Tipp noch an Oleit, ist mir aufgefallen. Wenn man eure Verpackung aufmacht, dann steht da sowas wie "Danke, dass Sie sich für Oleit entschieden haben. Willkommen in der Familie." Irgendwie so ein Text. Fand ich ganz cool. Ist auch, wenn man sich so ein teures Produkt kauft, definitiv richtig marketingmäßig, ist cool, haben auch andere Firmen, wie beispielsweise Holzkern. Wenn man sich so eine Holzarmbanduhr holt, dann steht da auch, hier ist dein Stück Natur oder so. Ist halt cool, weißt du, wenn man sich für sowas, sich so ein relativ teures, kleines Accessoire kauft, beziehungsweise eine Taschenlampe. Ich habe diesen Text erst nur so im Augenwinkel gesehen und dachte, oh, was steht denn da? Und habe mir kurzzeitig vorgestellt, was ich cool fände, was dort stehen würde. Dann stand da halt, danke, dass Sie sich für Oleit entschieden haben, willkommen in der Familie, ist nett. Aber jetzt ein kleiner kostenloser Tipp an Oleit, ich würde an eurer Stelle irgendwas schreiben, was auch zu dem Thema Taschenlampen und Licht passt. Und ich hätte mir gedacht, dass da jetzt sowas steht wie, viel Spaß mit deiner Oleit Taschenlampe, ab jetzt sind deine Nächte stets erhellt, oder das, oder wir bieten dir das Licht in der Nacht oder irgendwie sowas. Wir erhellen deine Nacht, Licht in der Nacht. So, da gibt es ja auch diesen Spruch in Herr der Ringe,
wo Frodo dieses Elfenlicht da bekommt, irgendwie, so weißt du, sowas in die Richtung. Irgendwas mit Nacht und Licht und wir sind dein Licht in der Nacht oder irgendwie sowas. Fände ich ganz cool, müsstet ihr mal drüber nachdenken. Ja, der einzige Negativpunkt ist, vielleicht ist er auch gar nicht, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach nur uninformiert. Ich kriege keine Informationen über den Akkustand. Das finde ich generell immer schlecht bei allen technischen Geräten. Möchte ich eine Information über den aktuellen Akkustand, und das sehe ich hier nicht. Bei dem Preis würde ich mir wünschen, dass hier ein ganz kleines LED-Display drin ist, so ganz einfach nur matt. Und da einfach eine Anzeige ist, wie weit der Akku geladen ist und wie lange der noch hält bei der aktuellen Leistung, die man bringt. Das wäre wirklich noch schön, wenn das ginge. Ist, glaube ich, auch nicht wirklich schwer umzusetzen. Das gleiche würde ich mir auch bei der Kopflampe wünschen, generell bei allen Lampen. Ich möchte eine Rückmeldung haben, was der Akkustand ist. Ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank an Olight für diese Kooperation. Ja, Leute, ich habe ja gesagt, mal wieder ein Video nachts. Ja, es ist so, ich fühle mich wie so ein Alkoholabhängiger aktuell, der immer wieder sagt, ey Bruder, ich schwöre dir, das ist die letzte Flasche, so nach dem Motto. Es kommt gerade von hinten ein Auto. Fährt extrem langsam. Ich hasse so Leute, die extrem langsam fahren und gaffen. Ja, und jetzt bremst er auch noch. Oh, weißt du, bei sowas, ey, wenn der mir gleich hier hinkommt, kriegt er eine richtige Ansage, allein fürs Gaffen. Naja, auf jeden Fall. Ja, ich fühle mich wie so ein Alki, der sagt, ey Bruder, ich schwöre dir, das ist die letzte Flasche, dann bin ich clean. Und jetzt bin ich habe letztes Mal schon gesagt, jetzt kommen wieder Lost Places bei Tag, jetzt bin ich schon wieder bei Nacht losgefahren, Leute. Ja, es ist ein Problem. Es ist blöd, weil wir haben jetzt, eigentlich ist der Hauptstress jetzt vorbei, aber jetzt haben wir uns einen neuen Hund geholt und jetzt ist der Stress wieder voll. Das ist ein rumänischer Straßenhund, der in einer Tötungsstation war. Der wurde aus Rumänien rübergeholt nach Deutschland und wir haben uns den geholt. Das ist jetzt natürlich erstmal 24/7 Pflege, ne? Deswegen komme ich jetzt erst wieder nachts zu dem Video. Blöd, aber egal. Ich habe gesagt, ab Februar wird sich da was ändern. Ab Februar kommen wieder Lost Places bei Tag mit Drohne, mit aufwendigeren Cuts und so weiter. Das verspreche ich euch. Ansonsten sage ich jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. So, wartet mal, jetzt dreht dieser Affe. Ich glaube, er will auch zu dem Lost Place und denkt, ich bin hier Security, der hier sitzt mit Taschenlampe. Ich bin ja so hell mit der Stirnlampe, ne? Aber sowas hasse ich. Dieses ganz langsam an einem vorbeigefahren und aus dem Fenster geglotze, was hier gemacht wird. Meine Fresse, dann komm her, Alter. So, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, haut rein.